So Leute, da sind wir im nächsten Video. Dieses Mal ein etwas anderes Video. Ihr hört das schon an meiner Stimme. Das ist ein bisschen anders von der Aufnahme her, weil ich gerade am PC sitze. Und wir schauen uns jetzt etwas an, bevor ich in das Video reingehe. Ihr seht es ja schon im Header. Es geht um den Sleeve Crafter. Gucken wir uns den Sleeve Crafter mal an. Hier oben habt ihr die URL. Gucken wir uns den Sleeve Crafter mal an. Ihr werdet den auch relativ einfach auf der DrangShield-Seite finden. Mit dem Sleeve Crafter haben wir hier eine Möglichkeit, uns eben selber Sleeves zu erstellen. Logo hier, your photo hier, your image logo and text here. Also wir haben verschiedene Optionen, die wir machen können. Und wir kriegen dann Brushed 100 Art Sleeves. Aktuell sind es 24 Euro. Tags included, aktuell in der Beta nur in EU available. Und schön erklärt, your deck is yours, designed and built, customized by you. By you, your deck isn't ordinary, neither should your sleeves be. So. Beta-Version, haben wir hier noch irgendwelche anderen Sachen? Spezifikationen für eine großartige Ding, Final Print Size wird so groß sein. Okay, Sleeve Material wird erklärt. Best Custom Sleeve by other users. Das sind keine Custom Sleeves, sondern das sind die drei Könige. Ja, das ist die Seite und Please acknowledge and approve this disclaimer. Den gucke ich mir gerade mal schnell noch an. Und dann gehen wir mal auf Customize Your Sleeve. Design Your Sleeve Beta. Okay. Jetzt haben wir hier so eine Seite. Upload Design. Upload Design. Add Text Frame. Okay. Frame. Okay, im Frame haben wir das. Wobble, Torn, Blur, Jacked. Ah, okay, I see. Enable Frame Shadow. Okay, wir kommen nicht bis an den Rand. Das finde ich jetzt schon mal sehr schade, weil ich mag das bei den Brush Sleeves, dass wir genau an den Rand kommen. Ich glaube, ich würde Hilly nehmen. Und dann ein Background Design hinzufügen. Die Color machen wir mal. Okay, hier haben wir auch noch Platten, okay. Also hier können wir, oh Gott, das ist hässlich. Schon besser. Immer noch hässlich. Okay, nee, das ist nichts für mich. Das ist nichts für mich. Ich würde einfach den Back in der Color durchsichtig machen, weil wir uploaden jetzt gerade mein Design. Und zwar vom Browser.
So, das wäre jetzt aktuell meine Sleeve. MTG Blackset, oben so ein bisschen rund geschrieben, unten der Anubis drin. Das finde ich ganz hübsch. Was mir noch nicht so gut gefällt, ist hier oben, dass diese Ecke so ein bisschen leer ist. Aber was soll's? Also der liegt ja sowieso so ein bisschen nach rechts, dementsprechend. Was kann man da großartig machen? Nüscht. Ich denke, so werde ich es abschicken. Und ja, wenn die da sind, werde ich mal schauen, was man so machen kann. Und werde dann in ein Review übergehen. Die sind endlich da. Your sleeve has hatched. It's time to fly. Wie ihr gerade schon gesehen habt, haben wir Hüllen erstellt. Und diese Hüllen sind jetzt in dieser wunderschönen schwarzen Box angekommen. Oh mein Gott, die ist wirklich hübsch. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Ich bin so gespannt auf die Sleeves. Dieses Custom Sleeving, das ist halt, oh mein Gott. Also ihr seht jetzt schon, wie die aussehen. Ihr habt ja auch schon ein Video gesehen. Ist das draufgeklebt? Ja, das ist draufgeklebt. Das ist eine Sleeve, die da draufgeklebt ist. Das ist eine Sleeve, die da... Oh mein Gott. Wie cool. Die Idee davon ist gut. Oh mein Gott. Das heißt, ich habe eine Sleeve, mit der ich die Qualitätssachen machen kann. Wie Hammer. Ich glaube zwar nicht, dass es dafür gedacht war, aber Hammer. So, bitte haben die anderen jetzt das nicht. Und oh mein Gott, ich sehe es schon. Oh mein Gott. Wir haben Sleeves. Wir haben Sleeves mit MTG Blackset drauf. Mit meinem Maskottchen. Oh mein Gott, das sind Brushed Sleeves. Das heißt, einmal ganz kurz für die Leute, die es eher erwartet haben. Nein, es riecht mehr nach Motoröl als nach Magie. Was ein gutes Zeichen ist. Und ja, es sind Brushed Sleeves. Das heißt, sie sind hier oben nicht ganz so matt wie die matten Sleeves. Sie sind aber auch nicht glatt. Und... die sind auch von der Druckqualität verdammt hoch. Oh mein Gott. Richtig cool. Das Einzige, was ich glaube ich verkackt habe, wenn ich sie richtig sehe, ist hier ganz unten. Seht ihr das? Da ist glaube ich noch so eine Ecke von dem Artwork drauf. Aber das bin ich mir nicht sicher, ob das eine Ecke von dem Bild ist. Aber das kann sein, dass da eine Ecke von dem Bild drauf ist. Egal. Sehen wir dann. Finde ich super, super Hammer. Hammer-Sleeves. Da habe ich Bock drauf. Das werden meine Turniersleeves werden. Und dafür habe ich mir noch eine Kleinigkeit überlegt, als eine kleine Idee. Und die werde ich dann breit treten, sobald es wieder in Richtung Turniere geht. Weil dann werde ich diese Custom-Sleeves auch im Auftrag machen, denke ich. Weil die kosten ja schon ein bisschen was. Ihr könnt ja sehen, die Dinger kosten 25 Euro plus 5 Euro Versand. Das ist schon teuer. Und ich habe aber eine coole Idee, wie ich die Custom Sleeves dann noch interessant mache. Untere Nummer auch für euch, wenn ihr da Interesse dran habt. Weil da könnte man auch hingehen und könnte ein... Egal. Das wäre schon zu weit. Dafür müssten erstmal wieder Turniere sein. Dafür müsste ich diese Sleeves richtig testen können. Als meine Turniersleeves. Ich kann sie jetzt nicht komplett testen, wie ich es normalerweise mit den Sleeves mache, aber dadurch, dass die Brush-Qualität sind, gehe ich mal davon aus, die sind relativ gut. Und ich werde mich jetzt an der oberen Sleeve, an dieser Sleeve als Topper, werde ich mich jetzt mal ein bisschen austoben. Und die werde ich mal beiseite tun für das erste Turnier. Da habe ich Bock drauf. Ich habe so Bock auf Turniere. Ja, gucken wir den Sleeve an. Wie gesagt, Sleeve, ihr könnt darauf rumkratzen. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Das Artwork kratze ich nicht ab. Was ich natürlich tue, ist, ich adde Kratzer da. Aber das ist ja vollkommen normal, weil die Sleeve sollte ja sowas zwar abhalten, aber nicht aufhalten. Ja, ansonsten, wir haben eine klare Front. Also wir haben keine matte Front, sondern eine klare Front. Wir haben einen weißen Hintergrund, der auch relativ sich gut anfühlt. Und bei dem Brush Sleeve ist es so, dass die verdammt stabil sind. Das sind aktuell... die Sleeves, die ich Leuten mit Artworks auf Sleeves empfehle. Komm schon! Oh. Nee, keine Chance. What the fuck? Ich krieg die Sleeve nicht kaputt. Ich muss doch die Sleeve da kaputt kriegen. Komm schon. Oh, ah, jetzt. Wenn ich genau hier an die Ecke gehe und richtig hart pulle. Ihr habt gesehen, ich brauche unendlich viel Power dafür. Und das Artwork ist immer noch intakt.
Und wie gesagt, es riecht nicht nach Maggi. Dementsprechend sehr, sehr cool, sehr, sehr schön. Ihr habt den Link zum Sleeve Crafter nochmal unten in der Beschreibung, falls ihr den noch nicht kennt. Wie gesagt, es kostet schon eine Menge Geld, sich sowas zu holen. Man kann auch eine größere Zahl bestellen. Dann spart man ein bisschen Versand, weil dann steht ja auch nicht One of One, sondern halt dann One of Ten. Beziehungsweise man kann damit halt eben auch eine limitierte Auflage machen. Aber soweit bin ich noch nicht. Ansonsten, ich mag die Sleeves. Ich werde die Sleeves auf jeden Fall benutzen. Ich werde sie jetzt sparen für die Turniere tatsächlich. Aber ich will die unbedingt auf Turnieren spielen. Ich habe da Bock drauf und ich hoffe, dass bis dann auch noch einiges sich getan hat. Und ja, Qualität ist super. Ich kann die Sleeve nur empfehlen. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es wirklich eine matte Sleeve ist. Dann könnte sie halt nach Magie riechen. Da habe ich keine Lust drauf. Und ja, aber durch dieses Brushed, Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Gutes Ding von Dragon Shield. Die machen aktuell so viel guten Stuff. Wer es noch nicht gesehen hat, ich habe letzte Woche Sonntag ein Video hochgeladen, wo es um eben genau Dragon Shield Produkte geht. Wo es eben um die Neuerungen geht, die neuen Life Leeches, beziehungsweise auch die Nomads, beziehungsweise auch Deckboxen und eben auch Sleeves und sowas. Da könnt ihr euch, wenn ihr keine Custom Sleeve haben wollt oder euch die zu teuer sind, was ich gut verstehen kann, dann wird eben dort euer Platz sein. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksate. Ciao, ciao.